Ich habe es am Anfang schon gesagt, Berliner Ensemble ist ein Ensemble, das Spaß daran hat, auch komplett neue Komponisten zu entdecken. Und diesmal habt ihr einen mitgebracht, den kannte wirklich kein Mensch, oder? Naja, wenn man die letzten Echo-Klassiker noch verfolgen konnte, wir haben nämlich für den Volume 1 von Waldemar von Bausen, dann haben wir tatsächlich auch ein Echo bekommen. Und deswegen, eigentlich ist er ja bekannt allen. Jetzt habe ich den Herrn Görgen, euren Plattenproduzenten, gefragt, kannten Sie den? Ja, na klar, es gab ja eine Volume 1, ja, also, aber davor kannte es wirklich keiner, oder? Und was ich spannend finde, als ich gelesen habe, die Symphonien, er hat viele Symphonien geschrieben, wurden nie veröffentlicht, aber es scheint einen Verein zu geben, der genau diesen Komponisten jetzt fördern will. Und wie funktioniert das? Tritt der dann an euch heran und sagt, Mensch, guck mal, wir haben da noch einen super vergessenen Komponisten, oder findet ihr den selbst? Tatsächlich haben wir den selbst gefunden. Es gibt die Nachfahren von Waldemar von Bausnern, die haben bei Darmstadt eine kleine Gesellschaft. Und wir wussten aber, weil wir eben die große Kammermusik irgendwie suchen, haben wir gewusst, es gibt ein Oktett von Herrn Bausnern und dieses Bausnern-Oktett müssen wir finden. Und das hat dann tatsächlich, es war eine Art Dachbodenfund. Und wir haben tatsächlich diese ganzen Noten in einen Schrank gefunden bei Darmstadt, bei einer Familie, die einfach sagt, sowas wollen Sie spielen? Weil es gibt von... Augenblick, wie kommt man da hin? Man klingelt und sagt, ich glaube, bei Ihnen im Dachboden liegen noch ein paar Noten. Richtig. Man fragt einfach an, kennen Sie diesen Waldemar von Bausnern? Und sagt, ach ja, das ist mein Urgroßvater. Und das ist so ganz persönlich, lernen wir die Leute kennen und haben dann eben diesen Nachlass gefunden. Und da von Waldemar von Bausnern waren nur zwei kleine Sonatinen bekannt. Eine Flötensonatine und noch eine Klarinettensonatine. Und das ist ganz schreckliche Musik, weil er sich in einer ganz kurzen Schaffensphase hat er sich ganz kurz ein bisschen der atonalen Musik zugewandt, von der er sich komplett abgewandt hat, weil er das ganz schrecklich fand. Aber diese Stücke, die er da geschrieben hat, das ist nur eine Handvoll oder so, die wurden aber bekannt gemacht und die sind wirklich grauenvoll. Aber wir haben es begriffen, ja. So viel zur Werbung da, ja. Aber wir haben das Oktett gefunden und eben andere tolle Kammermusik von ihm. Wo diese grauenvollen Stücke auch noch. Die grauenvollen Stücke, aber die nehmen wir nicht auf, aber eben diese ganze andere Kammermusik. Es gibt noch drei Streichquartette, es gibt noch ein Streichsextett, was völlig unveröffentlicht ist, wo wir die Noten haben. Und ja, das ist tolle Musik, lassen Sie sich überraschen. Ja, aber das ist das Großartige, Federico, bist du da, dass man wirklich irgendwo klingelt und man findet Noten. Und wir haben eben schon gehört, das erste Stück, jetzt geht es um Lieder. Und wir begrüßen auch Maria Bengtsson, die dort steht, aber natürlich als Sängerin nicht reden darf. Deshalb quatschen wir noch einen Augenblick. Ne? Was sind das für Lieder, die uns jetzt erwarten? Das ist ganz, ganz süße, schöne Musik. Und zwar sind das eigentlich alles Volkslieder. Und zwar französische, italienische und deutsche. Und Waldemar von Bausnern hat denen eine Begleitung zugeschrieben. Also es ist in dem Sinne nicht seine Komposition, weil das sagt man erst ab der Erschaffung der Melodie. Aber er hat sie eben vertont. Und zwar mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Das werden Sie gleich merken. Viel Spaß Ihnen, viel Spaß beim Klassik XL Finale. Je crois que...
Thank you.